Meine schicken Wings! So! Und mit diesen wunderbaren Worten, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Golden Sun. So langsam habe ich den Namen drauf. Wir sind ja zu viert jetzt nur noch, da wir Pierre nicht mögen. Ganz einfach. In der ersten Folge war er auch nicht wirklich... Also er war körperlich anwesend. Er körperlich war anwesend. Den Steiner müssen wir, glaube ich, noch holen. Deswegen werden wir das jetzt einfach so machen, dass wir zwischen uns vieren immer abwechselnd. Bene hatte ja angefangen, dann war ich, dann Colin, jetzt ist Magic dran. Mr. Magic. Mr. Magic. Ich habe eine Frage. Ja, Colin, dich mögen wir auch nicht, ist doch klar. Könnt ihr erklären, warum JB für Blockburger steht? Was? JB steht für Blockburger. Jim Block, du Idiot. Mann, ey, der Typ verkackt sich. Hier steht JB steht für Blockburger. Sonntag ist wohl echt nicht sein Tag, ey. Der labert ja nur Scheiße. Ja, du kannst nicht lesen, ne? Colin kann nicht lesen. Der alte Mann liest ja hier. Ja, es ist dunkel, Mann, ey. Ja, es ist dunkel. Kein Wunder, warum du so Colin, viel Scheiße. Colin, erwähne, der alte Verrückte. Was? Er bellt wieder. Oh Gott. Gut, gut. Hol jetzt die anderen. Was machst du denn spannendes der Stimme? Das ist immer teure Burger. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel hat der bei Riesenburger bei Dings gekostet? 8 Euro. Ach, ja. Ich glaube 10 im Menü. 10, ja. Ich weiß, was so teuer war da auch ein Menü. Ja, den super fetten Burger. Ja, und wo? Virginia. Ja, das andere Geschäft da, das Restaurant da, dabei beim Sand. Harburger Ring. Ich hab keine Ahnung, welchen Burger du da meinst. Ja, der Laden da. Der, wo unten der Markt ist. So, Bolero. Genau. Da gab es auch diesen Burger, Mann. So. Der war immer geil, ey. Aber ich glaube, der war gar nicht so teuer. Voll die Verarschung, ey. Ehrlich mal. Und ich bin unten lang gegangen und da war es auch verarscht. Beim Krieg wird es sich das ja nicht verändert. Doch. Der lilane Wind des Schicksals. Wusch. Boah. Des Schicksals, damit klingt es epischer. Mhm. Warum fährt der Stein da hoch? Der Weg führt ins Nichts. Unheimlich. Da waren wir außerdem schon, da haben wir alle Steine, also ist das einfach nur zur Ablenkung. Oder der weiß, dass ich irgendwas... Oh, nochmal der Statue zu nicken. Und, hallo, darf ich mich... Wuff, wuff, wieder gebellt. Ja. Oh, dein Einsatz. Sieht so aus, als hätten sie uns gesehen. Ich dachte, wir wären in Sicherheit, bis sie alle Elementarsterne geholt haben. Alter, mir muss ja nicht besser was für dir einfallen. Ja, ab vor die Elementarsterne zu stehlen. What the fuck? Meister Crane. Ihr nennt uns Diebe? Du kannst ja auch noch ganz andere Dinge schimpfen. Was ist das? Unsere Informationen gestohlen habt. Oh. Wie sollen sie mit uns vor, wenn sie erst die Elementarsterne haben? Wenn wir nicht mehr von Nutzen sind, werden sie uns sicher loswerden wollen. Ach so. Genau. Ach, warte. Keine Ahnung, Mann. Bleibt ruhig, es wird euch nichts geschehen. Oh. Ach, du Böse. Ja, cooler Auftritt. Und epische Landung. Und Bild. So lautet doch unsere Abmachung. Oder etwa nicht? Wuff, wuff, wuff. Das hängt natürlich von ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit ab. Ja. Na los. Wir sind in Sicherheit, wenn uns Elementarsterne übergeben werden. Ist das nicht genug? Anscheinend, nee. Mhm. Okay. Wow. Ihr habt uns gehört. Au. Wenn ihr eure Freunde retten wollt, dann gebt uns die Elementarsterne. Na, bevor. Wow. So lange nehme ich mir den Alten vor hier. Respekt. Bietet ihr unsere Bedingung an? Nee, nehmen wir nicht. Nö. Sehr gut, miau. Wow. Das sind die Elementarsterne nicht überlassen. Oh, mit Keks manche im Mund. Geil. Mhm. Hat er dann sein Bart gefunden. Warum weißt du das? Warum weißt du nicht zum Verarmungsgewehrs? Willst du, dass deinen Freunden etwas, was? Deinen Freunden etwas zustößt? Er und Emilia. Wenn wir uns jetzt die Elementarsterne übergeben haben, welche Garantie bleibt uns dann noch?
Noch so viel auf einmal. Ja, was ist doch Käse? Lass doch mal Colin einen übernehmen. Ja, ich hab eine. Wir können den nächsten Besten haben. Du wirst deine Maske abnehmen müssen. Hey, und? Nur die Frau haben, die nervt mich langsam, was sie wie sie das machen. Das wollen. Bedeutet. Ich habe die Stimme, glaube ich, wieder vergessen. Ah, natürlich. Das war ungefähr eine gute Idee. Immer wie bei mir. Es wird unsere Garantie sein. Ja. Er wird unsere Garantie sein. unter diesen Umständen bleibt uns wohl keine andere Wahl. Felix, nimm deine Maske. Der ist Felix. Den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ah, ist das nicht der Trumpf? Was hat er gesagt? Hat er gesagt? Der wurde doch vom Stein erschlagen. Er hat diesen Kerl Felix genannt. Felix? Ach nee, welchen Namen denn? Das hat er doch gesagt, oder? Aber das ist es, was ich gehört habe. Felix? Kenn ich nicht. Ah nee, kann nicht sein. An jedem Tag der Felsen ist mir auf den Kopf gefallen. Wir sahen doch, wie er starb, oder etwa nicht? Nö. Wir haben wochenlang nach ihm gesucht. Ja. Aber wir konnten ihn nicht finden. Sie. Was ist los, Felix? Willst du sie nicht auch in Sicherheit wissen? Nein, will ich nicht. Boff, boff. Felix! What the fuck? Das ist, Mann. Das ist nicht der Name deines Bruders. Okay, ich muss mal wieder. Ey, ich brauche einen Notfall, mein Bruder werden. Na, ich werde es tun. Das ist nicht gut. Mit dir? Ich werde meine Maske abnehmen. Ha! Dreht sich kurz um. Das ist nicht möglich. Ist er. Ich weiß, es ist... es ist auch wohl der Knecht. Ich weiß, dass ich dir viel Kummer bereitet habe, Jenna. Aber meine Nasennebenhöhlen sind seit jeher verstopft. Ja, die Maske hat das eigentlich offen gehalten. Aber ja. Es war ein Wunder, dass ich an diesem Tag überlebt habe. Er hat nicht mehr die coole Maske, man. Wir haben stylischer gemacht, jetzt ist er ein Lappen. Wir haben uns um ihn gerettet. Und ich habe ihn, ich habe ihn warm gehalten in der Nacht. Was? Also. Ja, drei. Seitdem bin ich nicht von ihrer Seite gewichen. Yeah. Ja, von ihm, ne? Ich habe viele neue Erfahrungen. Vor allem mit dem Blauschopf. Na, ich habe den Anfang jetzt. Warum? Naja, Das. Warum hast du mich allein gelassen? Jenna. Oh, du kommst mir die Mucke runter. Du Schwuchtel. Mein eigener Bruder. Ich dachte, du wärst nicht schwul. Jetzt habe ich die Tränenreiche wieder Vereinigung für später. Stimmt, die elementaren Sterne genießen Vorrang. Ist das akzeptabel? Felix würde uns niemals erlauben, euch oder seiner Schwester Leid anzutun. Felix stellt unsere Garantie dar und jetzt gibt uns die Elementarsterne. Uff. Wir haben keine Wahl. Sollen wir ihnen die Elementar-Dings da geben? Dann kommt wohl dasselbe gleich. Wir werden Jenna nicht gehen lassen! Na und dann Jenna, halt. Wenn du sie ihnen nicht gibst! Na und? Ich glaube, jetzt haben wir so eine Alternativstory. Momentan eine Teleportation, wer ist das? Den mach mal Colin. Ja, Colin. Erlaube mir, dich von der Last dieser Elementarsterne zu befreien! Ich mag mal ehrlich, kann man gerade nicht so kennen. Ich glaube, das ist ein Kerl, egal. Alex! Alex, du bist spät! Ich dachte, das wäre eine Frau! Ich dachte, es auch, okay. It's a trap! Okay, es ist auch eine Schwuchtel. Alex ist auch ein eine Operation hinter sich. Freunde, gib ihm die Steine. Alter. Felix ist ein ganz besonderer Freund. Alex. Felix auch. Na toll! Nachdem wir die ganze Arbeit hatten. Hättet ihr euch einfach hier teleportieren können.
Geht in die Elementarsterne. Oder soll ich da diese alte weiße Stimme machen? Ich befürchte, ich muss mich im Voraus entschuldigen. So kann ich. Denn wir müssen uns auch nach der letzten Elementarstern bringen. Okay, passt. Moment. Oh, sie kann ja fliegen. Ihr wollt, dass ihr euch auch noch den letzten es euch besorgen? Nein! Oh, hast mich aber nicht verstanden? Ihr habt gesagt, ihr würdet Jenna gehen lassen. Wenn ihr euch die Elementarsterne geben würden. Ihr habt es versprochen. Nein, mein Freund, wir wollen, dass ihr uns alle Elementarsterne bringt. Hört auf zu meckern und bringt uns den letzten Stern. Ich mach einfach hier, oder? Nö. Mach mal was du willst. Nö. Gut, ja. Ihr wollt doch nicht, dass eurem Freunden ein Zusch ist, oder? Da muss ich ja sagen, weil sonst... doch, ja. Ja, definitiv, genau. Ja. Ja. Nee, weil ich war gerade ein bisschen verwirrt. Vielleicht ist es ja die Kurzform für Alexandra. Hoffentlich. Ja gut, das kann auch sein. Ich bezweifle, dass das wirklich so meins. Ich frage mich nochmals. Ihr wollt doch nicht, dass eurem Freund etwas zustößt, oder? Wer ist Alexis? Dann kann sein Bruder aber auch. Nee, Alexis wäre wenn dann schon, weil... Dann müsst ihr... Wenn du Nein drückst, kommt er, glaube ich. Ja, aber es hat sich wiederholt. Danke für eure Mithilfe. Heftig. Wir warten nur auf den Rest. Und da ist nur noch einer, du Idiot. Also er kann auch fliegen. Warum fliegt der nicht einfach? Ja, ehrlich, meine faule Sau. Er will nur von... Na, also wir mögen Sklavenarbeit. Ja. Heftig, ey. Geh nochmal zu Lennon und sprich sie an. Hallo. Hi. Schade, dass man nicht immer mit Garrett so sprechen kann. Hey, Garrett. Die haben jetzt eh nicht lang. Ja. Fett verarscht haben die nicht. Toll, ich muss ja wirklich zu denen zurück. Ich würde sagen, verkehrt. Lass mal weiter mit den Quatschen. Bim, bim. Ah. Kannst du einfach durchs Portal gehen? Welches Portal? Das da oben. Boah, das ist okay, die kesseln mich hier voll ein. Ich komm in Atta. So, ich wollte gerade sagen. Versuch mal das Portal da. Ups. Schade. Schade. Oh, kannst das Portal umschubsen? Mit der Spermium-Hand. Also ja, hier geht's nicht. Und dann, okay, wir sitzen jetzt alle hier fest. Was machen wir jetzt? Wir sollten gute Freunde werden. Okay. Oha, oha. Nee, da geht's und das nicht ist der Trollweg. Genau. Wesen. Ein Trollweg gibt's noch. Ja, Sigi, das war der da. Das war er auch. Geh runter. Das ist so geil. Die Songs klingen wie von Mario. Finde ich witzig. Oldschool. Garrett schickt den irgendwo Stern an. Mars Stern. In sein Po. Ah ne, in diesem Mithril. Von dem Beutelstecker. Wow, alles geht in den Marsch. Was ist los? Was ist geschehen? Nein, nicht schon wieder. Das muss aus mir. Ohne Energie in der Elementarstelle würde ich sie wohl einstürzen. Das ist nicht gut. Ist das die schreckliche Vergeltung? Ja, von der die Leute gesprochen haben. Nein, das muss die wahre Macht der Alchemie sein. Fuck. Ich hab leider keine Auftritt. Ja, das ist echt so richtig. Huhu, ist vorbei, aber was war das? So, ich hab mich fahren lassen. No. Ja? Nein! Wow, Endboss. Das creepy Auge, Mann. Amanus. Dieser Felsen, er schwebt. Guck mal, wie auch er schwebt. Weißt du, was das ist? Nein. Er levitiert. Ich auch nicht. Oh, er sieht aus, als würde ihn jemand mit Hilfe von Synergie schweben lassen. Er wird irgendwie von Mal zu Mal dümmer. Gründus nimmt. Ich war noch vielleicht die random Stimme. Könnte es vielleicht der alte Weiße sein? Mal wieder zurückfetten. Welch Macht, unglaublich. Oh, ein Stein gefliegt! Voll überzeugt. Ausrufezeichen! Ich weiß, es guckt gerade in die Richtung.
Oh, bewerfen wir ihn mit Käse. Das muss der Wächter der Elementarsterne sein. Stein! Das sieht nicht gut aus. Wir sollten besser fliehen, solange wir noch können. Aber wir brauchen den Marsstern. Wir können ihn nicht zurücklassen. Ich stimme für dich zu. Wir haben keine Chance gegen den Wächter. Ja, mir stimmt jemand zu. Ja, der Marsstern muss für heute warten. Was ist mit Mau und Garrett? Ihr könnt sie nicht einfach hier lassen. Doch, anscheinend schon. Vergesst sie. Sie werden hier niemals leben drauf. Doch, wir kommen raus, haben den Marsstern und bumsen die voll an. Aber Sautorus oder James, es gibt doch immer eine Chance, dass sie überleben. Alles ist möglich. Was schlägst du also vor? Nimm mich. Wir nehmen diese Schande mit uns. Wenn sie überleben, werden sie nach ihr suchen. Und wenn sie sie finden, bringen sie uns auf bringen wir sie. Was, ne? Stein. Passt schon. Es ist Sonntag. Auf jeden Fall muss Craden mit uns kommen. Craden! Er hat mit all dem hier zu tun. Oh. Und seine drei Persönlichkeiten. Alex, du sprichst unser... Du brichst unser Versprechen. Brichst du unser Versprechen? Ja, das klingt ja besser. Du sprichst unser Verbrechen. Seitdem wir das Versprechen gegeben haben, haben sich die Umstände drastisch verändert. Jedda hat damit nichts zu tun. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr Leid zugefügt wird. Macht mir, was ihr wollt. Saturus und... Ja, komm, er kommt gleich. Dein alter Mann. Dein Mut spricht für dich, alter Mann. Aber kannst du mich außer... kannst du Jenna nicht helfen? Nee, aber kannst du nicht helfen. Bitte. Wenn wir Jenna im Stich lassen, wird sie sicher sterben. Ja, egal. Ist es wirklich das, was du willst, Felix? Felix, da muss ich immer an diese Katze, an diesen Hasen aus Katzenfutter denken oder so. Ah. Gibt's doch auch von Felix, oder? Bestimmt. Katzenfutter. Vielleicht sollten wir es woanders fortsetzen, Felix. Felix, wollt ihr einfach meinen Namen sagen? Hallo. Kein Kommentar. Bitte, können wir jetzt gehen? Und Miau und Garrett stehen immer noch da hinten. Garrett hat immer noch nicht gepeilt, dass irgendwas hier abgeht. Und wir auch noch wenig sagen, nur ein bisschen rumzammeln. Wir sollten uns beeilen. Ey, hör auf, meine Schwester zu stoßen. Katzenknäuel hoch. Was glaubst du, mit wem du sprichst? Du schuldest uns dein Leben. Jesse. Menarde? Menarde oder so. Nein, stand da auch, aber ich wollte einfach nur... Marmelade. Genau. Und Meister Craig. Ihr werdet uns natürlich auch begleiten. Natürlich. Oh, Master Crane. Anderes hätte ich auch nicht erwartet. Ich bin direkt hinter Ihnen, Master Crane. Das ist nicht gut. Hey. Ich bin noch zu jung zu sterben. Hoi! Ja, genau. Der Mautstern! Das ist jetzt unser Mautzi. Was für ein Jammer, dass wir ihn zurücklassen müssen. Ja, genau. Aber vielleicht sehen wir ihn ja bald wieder. Ja. The fuck. Alter Alex, Mann. Was geht ab mit dir? Du meinst Mautzi. What the fuck? Das sah aus, als hätte das Teil Flügel. Was haben die in der Statue gemacht? Ja. Es scheint, als hätte sich das sanfte Lächeln des Glücks in die Fratze des Pechs verwandelt. Egal. Meine Fresse nochmal. Das sah aus, wie kannst du in dieser Situation nur so gelassen bleiben? Ich kann nicht sprechen, Mann. Ah, macht Sinn. Jenna und Craden sind tot. Ja. Du glaubst doch nicht, dass sie Jenna und Crane etwas antun werden. Oder etwa das doch? Das ist seine Antwort darauf. Am besten wir machen jetzt all sein Gesprächsteil mit Rülpsen. Vielen Dank. Aber ernsthaft, Jenna und Crane wird nichts geschehen. Nicht, solange Felix bei ihnen ist. Felix ist der Erste, der dabei ist, ja.
Mhm. Ja, Mann, und Saturus direkt hinter Kraiden. Ja, mit vollem Tempo. Oh, der, das Auge ist weg. Das kommt jetzt auch im Demokrator vor. Das ist wirklich schrecklich. Ja, das ist voll gruselig. Wenn wir hier raus wollen, haben wir einen langen Weg vor uns. Was soll das? Nicht so schnell. Du klingst nicht mehr so behindert wie vorher. Ich weiß. Wir haben ein Problem. Hör auf, dich so cool zu benehmen. Wir müssen von hier weg. Wow. Ich bin hier. Hier bin ich. Komm, wir müssen los. Kann ich auf den Auge. Wow, das ist ja ein Auge. Wer kannst du nicht weiterklicken? Wer spricht das? Nein, das ist sein Text. Warum steht ihr hier herum? Dieser Ort birgt nur Gefahr in sich. Du bist ja die einzige Gefahr. Oh nein, ich bin doch nur ein Auge. Das Auge muss irgendwie mit dem Knie spielen. Jetzt sitzt ins Wasser hier. Bald wird der Vulkan seinen Zorn aus sich herausfallen. Das muss eine tiefere Stimme haben. Nein, ich werde ihn nicht länger zügeln können. Das klingt zu cool für einen Felsen mit Auge. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Ich bin Terminator. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Teleportation. Die Djinns der Elemente, sie sind zurückgekehrt. Schön für dich. Nimmst du den Elementarstern in deine Hand? Nee. Doch, nimm dir. Oh, kann ich widerstehen. Wow. Er braucht nur Scheiße. Nimmst du deinen Penis in die Hand? Steck ihn wieder ein. Hier sind auch Kinder anwesend. Hey, wie bitte die Snackbar, Mann. Die Elementarsterne bewegen sich von hier fort. Ja, schön. Hui. Okay, dann müssen wir anscheinend jetzt alle wieder... Ohne die Macht der Elementarsterne kann das Magma wieder ungehindert fließen und diese Kammer wird in sich zusammenstürzen. Wenn ich den Macht wechsle, weil die Natur ja auch so funktioniert. Ich habe irgendwie Bock auf diese Stimme. Ja, lass ihn mal. Nein, der hat jetzt die Stimme. Es wird keinen Ort mehr geben, an dem die Elementarsterne zurückkehren können. Die Welt wird nun der Bedrohung der Alchemie schutzlos ausgeliefert sein. Alchemie? Eine Bedrohung? Wird sie missbraucht, kann sie eine gefährliche Macht darstellen. Es ist gerade heftig. Wenn die Elementarsterne die Flammen der vier Leuchttürme entzünden, wird diese Macht entfesselt. Doch. Ja, dafür sorgt schon die Musik im Spiel. Solange diese vier Leuchttürme ihr Licht nicht erstrahlen lassen. Das ist okay, da hätte ich mit der Stimme runtergehen müssen. Nicht erstrahlen lassen. Die Stimme muss eh unten sein. Ist digitiert wieder. Augenlaser-Attacke. Oh. Boah, ja, ich kann mich auch beeilen. Der Vulkan, er bricht aus. Nicht jetzt! Wie? Ja. Ah, ich verstehe, ich werde euch helfen. Ach ja, ich verstehe, ich werde euch helfen. Jetzt hier. Ja. Bitte, danke schön. Hey, wir sind draußen, aber wo ist meine Brieftasche? Hä? Also. Dieses fliegende Augending, meine Brieftasche geklaut? Ja, definitiv. Ja. Lass uns verschwinden. Bingo, bongo, bongo. Ich hätte da reingekackt. Oh Gott. Jetzt werden wir von fliegenden Schuld angegriffen. Oder herabfallenden Holzbalken. Herabfallende Holzbalken greift an. Es ist ein Runterfallen. Du bist ausgewichen. Du bist entkommen. Es hat sich selbst besiegt. Es liegt nur noch herum, Knechte. Ist. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, sterben wir.
Wir haben es geschafft. Oh. Warum ist hier eigentlich so eine merkwürdige Statue in der Mitte und nichts dahinter? Weil es stylisch aussieht. Weil es Mainstream ist. In der Mitte steht. Und es wird zu Mainstream, wenn da irgendwas versteckt ist. Ja, das wird auch jeder voll spannend finden, so Garrett. Okay, vielleicht Garrett nicht, aber so fast jeder. Yamcha würde vergessen, dass es so Mainstream ist. Yamcha? Ja, genau, der würde es vergessen. Nur sein Schuh würde sich erinnern, aber naja, kann er nicht sprechen. Ja, Garrett ist immer intelligenter als Yamcha und das ist schon... Nicht unbedingt intelligenter, er ist nur schneller als Yamcha. Ja, auch wenn er schon so langsam spricht. Genau. Wow. Klang's gerade so, wie ich mir einen verwirrten Hund vorstelle. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Also. Das einfach als Ben, das wäre dann so ein verwirrter Hund. Genau. Wow, alle vereint, da. Oh, ich dachte, der Elfberg inaktiv. Nee. Oh, mein Enkel, ob Garrett diesen Ausbruch wohl heil überstanden hat. Nein, Großvater, wir wissen noch gar nicht, ob der überhaupt da oben ist. Oh, never. Nee, never, never. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Ist das ein kleiner Junge? Ja, ich deswegen. Oh, Schwester, jemand hat ihn und seine Freunde gesehen, wie sie auf den Alefberg geklettert sind. Er hat einen Rauschebart, das musst du machen, Magie. Oh nein. Sie haben sich hier herumgetrieben, als ich Wachdienst hatte. Das war, die hatte doch die Männerstimme. Ja, und Garrett ging zu Crane's Haus. Haben sie nicht gesagt, sie werden Alchemie studieren? Das ist verwirrt, ey. Never ever. Ja, haben sie, aber was hat das mit dieser Eruption zu tun? Oh, scheiße. Ich hab noch was auf dem Herd. Dün, 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 dün. Bock. Oh nein! Es sind Großvater und die anderen. Was sollen wir nur tun? Ja! Was sollen wir tun? Sollen wir wieder nach oben? Scheiße, jetzt hab ich wegen dir aus Versehen Ja angeklickt. Ja, ab nach oben. Garrett! Nein. Garrett! Oh nein! Soll ich nicht rumgehen wieder? Miau. Ihr seid in Sicherheit. Das könnte man so aus dem Kontext sehen, so Garrett. Miau. Warum habe ich kein Bild? Ich wollte Red. Du bist nur ein wichtiger Nebencharakter. Wenn ich meinen Namen mehr Nebencharakter als der ganze Rest vom Dorf. Wo seid ihr gewesen? Oh Scheiße. Was ist geschehen? Wurden nicht auch Jenna und Crane bei euch? Nein. Sie wurden entführt. Von wem? Von einer blauen Schwuchtel. Das ist alles sehr kompliziert. Und ich bin alt. Oh ja. Ich hab's eh schon wieder vergessen. Ihr müsst uns ganz genau berichten, was auf dem Berg vorgefallen ist. Erst erzählt ihr es mir, dann nochmal den anderen, weil ich es dann schon längst wieder vergessen habe. Kommt ins Heiligtum. Beide. Und zwar nackt. Genau. Hallo, hey, was wollt ihr denn hier? Ihr seid alt, weg. Gleich gehen wir zu dem Alten ran und er so, was macht ihr denn hier? Der seid ihr. Wo bin ich? Ja, Gruß, Großvater. Ey, da seht Professor. Ah, warum ist denn das plötzlich Sepia? Ja. Vintage-Style, ey. Oh, zieht's euch rein, ihr fucking Nerds. Der graue Stein, hammergeil. Boah, wie Garrett wieder so wie so ein Bilder. Und ja. Aha. Wo bin ich dabei? Ich wollte gerade ja entspannt jagen. Wie geil. Ich muss auch mal so bringen, so synchron auf der Stelle zu laufen. Colin! Wir hatten keine Ahnung. Das wahre Heiligtum. Nun, Jenna und Crane, sie sind Gefangene? Sie werden gegen ihren Willen verschleppt, wie schrecklich! Glaubt ihr, man kann sie noch retten? Nö. Der hat echt Speck, der in seinem Bart, das will ich hören.
Ja, bestimmt hat er Speck in seinem Bauch. Dann ruhen alle unsere Hoffnungen auf Felix. Und auf mein Speck. Was ist mit euch groß? Oh, bei großer Heiler. Ihr wart ganz über so ruhig. Was ist mit euch, großer Ding-Dong? Scheinbar seid ihr 1000 Meilen weit entfernt von uns. Hm? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Hallo? Hindenstein, ja. Was macht ihr hier eigentlich? Miau, ja. So ein abgebrochener Satz. Was ist das? Was? 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 Ich sag zuvor, in meinen Träumen, da hab ich mit mir gesprochen. Hör auf mit den Träumen, alter Sack. Er hat einen Stein mit Auge in seinen Traum gesehen. Gerade eben ist er wieder vor meinem geistigen Auge erschienen und hat zu mir gesprochen. Da hat er mir die Eier getreten und mir Kopfnuss gegeben. Ihr habt ihn gerade gesehen? Ich leg einfach mal. Wir müssen, mein kleiner Junge, wollen wir doch nachts ein bisschen was miteinander machen? Mit den Elementarsternen? Alle wow. Was? Warum seid ihr so erzählt? Wer hat das gesagt? Der Heiligtum von Sol widerfahren ist. Genau. Toll. Dann was hat der alte Weise über die Eruption zu berichten? Dann hätten wir uns die Erklärung ja eben sparen können, wenn er alles erzählt hat, das Auge. Wird dann der Vulkan Whale zerstören? Oh, Alter, was denn jetzt? Er wird Super Saiyan, Mann. Pass auf, gleich. Sein Bart so. Es ist unmöglich, die Eruption jetzt noch aufzuhalten. Die Eruption jetzt noch aufzuhalten. Oh nein! Oh, wird weil... Wird mein Schwanz. Alle meine Sachen sind hier. Er wird ganz schön Schaden anrichten. Nein, wird unbeschadet bleiben. Also, der alte Weise wird die Lava davon abhalten, bis zu uns vorzudrängeln. Aber der Rest der Welt wird ausgelöscht. Yes. Ja. Yes. Wow, Speck ist gut. Speck schmeckt gebraten am besten. Mhm. Nein, Bacon was ist am besten. Was ist los, großer Heiler? Oh ja, Backofen ist echt am besten. Das dürfte zerstört werden, nicht wahr? Hä? Hat sie das nicht eben wiederholt? Etwas viel Schrecklicheres als die Zerstörung von Vale lauert im Dunkeln. Der Zukunft auf uns. Klick. Was könnte es Schlimmeres geben als die Zerstörung von Wale? Eine wütliche Macht, mein kleiner Spocko. Die elementaren Sterne beherbergen unvorstellbare Mächte. Wer hat diese Sterne beschützt? Jetzt ist er auch so. Ich habe ihn immer kümmern, der verliert sich ein Dorf raus. Dieses Dorf muss untergehen, hier sind viel zu viele Behandys. Wer diese Mächte über die Welt bringen, genau. Wenn aus der Macht dieser Steine freigesetzt wurden, wird die ganze Welt gebumsfiedelt sein. Gebumsfiedelt. Der alte Weise will, dass wir die Steine zurückholen, habe ich recht. Nein. Alter, ja, das doch sagt. Es liegt an uns, ob die Welt gerettet oder zerstört wird. So pass ich mal noch ein bisschen im Bart kratzen. Sein Bart ein bisschen zwirbeln. Welcher Jammer? Nicht mehr was. Wir können nicht auf Rettung hoffen. Wir müssen einen Speck noch retten. Okay, lass uns Speck finden. Was können wir tun? Oh, der war sehr gut. Dankeschön, danke. Die elementaren Sterne finden in allein ihr Schicksal. Oh, scheiße, warum wir? Freut ihr damit gegen Sorgen, soll das Schicksal dieser Welt in die Hand nehmen? Dieser kleine Spastling. Von Leo und Garrett Link? Ich meine, der eine ist quasi das Geräusch, was Katz machen und der andere ist geistig zurückgeblieben. Ja. Weiter geht's. Und weiter. Alle achten darauf, mich zu nehmen. Jetzt essen die auch schon Speck. Alle essen das Speck, Mann. No, ja, du wolltest ja auch gesprochen. Frustfressen. Ja, Frustfressen. Ja, Frustfressen. Geht unter erst das Speck essen. Grüße, Leute. Wir waren vor dem Tisch für den Speck. Kannst du das etwas leiser rascheln? Achso. Oh, die haben euch eine eigene Entscheidung abgetroffen. Und ein bisschen lauter hin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Miau, ich bin so dumm, Entscheidung. Wow, was ist das? Miau. Speckmann, was soll ich tun, miau?
Gut. Ja. Oh, du hast schon entschieden. Yes. Wäre ich in deinen Schuhen, hätte ich diese Aufgabe ebenfalls abgelehnt. Jetzt gib mir deine Schuhe. Speck. Messer hat mal gezückt. Gib mir deine Schuhe und etwas Speck. Warum seid ihr sicher? Willst du das doch mal überdenken? Okay. Seid ihr sicher? Hey, die Frage an sich ergibt gar keinen Sinn. Hä? Seid ihr sicher? Nein. Ja. Muss ich doch mal überdenken? Ja, oder? Du bist ein Speck in der Welt an dich. Alle nicken. Ja. Mhm. Mhm. Oh, du nimmst an. Oh, mir. Ja. Das kannst du nicht ernst machen. Du holst eigentlich immer mich, wenn du sagst. Ich bin nicht Miau, ich bin nicht seine Sprechrolle. Ja, aber du spielst gerade. Das heißt, der hat ja keine Sprechrolle. Immer der spielt das Miau. Das heißt, keine Weile ist es so. Ihr zieht euch jetzt aus. The fuck, ey, ich muss aus diesem Dorf raus. Warum nur der Weise, diese Weide haben den Speck? Dein Wunsch erhört, gib uns deinen nächsten Speck, bitte. Dein nächsten Titties. Sie sollen sich wieder anziehen, das war nur ein Witz, Mann. Wow, random. Beten wir das Auge an. Mhm. Ihr beide seid sehr mutig, diese Aufgabe anzunehmen. Das passt echt nicht. Deswegen ja. Ihr werdet euch beobachten. Ich werde euch beobachten, sorry, nicht. Ihr werdet euch selbst beobachten. Beim Umziehen, beim Ich werde auch beobachten. Geht euer Schicksal mit Weisheit, junge Freunde. Und findet das Mädel wieder, weil... verdammt. Oh, klar, ne? Der alte Mann erstmal mit seinem Kajoken fertig. 20-fach war das mindestens. Nüsse oder alte Weise? Das war ein Stein. Das war ein Auge. Was hat der alte Weise gesagt? Fuck, ey. Ist es ein Stein? Ist es ein Auge? Nein, es ist ein Auge. Philipp muss den Augen freisetzen. Er hat das gar nicht gesagt. Findet den Leuchtturm mit dem Speck. Der elementare Speck wird euch führen. Der Leuchtturm ist da, wo das Wasser ist. Genau. Und am Leuchtturm ist es am dunkelsten, ne? Oh, haben die es auch bald? Was? Was sollen wir denn sie da tun? Das ist sicher nicht alles, was sie ihnen sagen können, großer Heiler. So, da findet ein großes Penisbecher statt, damit sie teilnehmen und gewinnen. Zu elementaren Specks. Die Gins. Oh ja. Die werden uns hier als hilfreich erweisen. Die habe ich aufgegessen. Sind lecker. Bringt sie mir. Krass. Gibt es da nicht noch etwas? Oh ja, crunchy sind sie ja, auch. Das ist alles. Oh nein, das ist alles. Das ist alles. Gibt es nicht noch etwas, was ihr jetzt sagen könnt? Das ist alles, Speckmeister. Warum sind alle so schockiert? Ja, das ist nur noch. Ich bin ja Ja, oh, schon, Leute, ich geh erstmal zwirbeln. Ja, geh ich jetzt in das Stadtbordell und klatscht einen Hure mit einem Speck. dicken Schinken auf den Hintern, da steht er. Ey, wenn ich als Hure nach dem Speck essen könnte, würde ich das ganz klopp machen. Hey, ist das nicht an der Zeit zu meditieren? Könnte sogar klappen, ich gerne männliche Huren. Oh, fuck. Na, viel Spaß. Aber er macht die voll, Meditation. Dein Hintern ist danach richtig wund, du, das sag ich dir. Meditation ist ein anderes Wort für Geschlechtsverkehr. Ah, okay. Deswegen sind die beiden Zwillinge da gegangen mit dem Flauschebart. Diese Kerle sind echt gut, oder? Sie schicken Kinder los. Oh Mann. Und einfach sind sie Priestern. Ich stimme nicht zu, aber noch nicht, aber ich stimme jetzt doch lieber nicht zu. Lass mal den Kopf wecken schon, ne? Ach, enttäuscht. Ist doch voll der krasse Regen drauf. Nun, ja. Wann sollen sie gehen? Komm, gute Nacht. Jetzt. Es scheint, als könnten wir uns nicht leisten, noch länger zu warten. Los, verpiss dich, du fliegst aus dem Haus raus. Weh, du kommst wieder zurück. Ja. Scheiße. Also morgen. Nein, heute. Ne, jetzt sofort. Morgen? Am Arsch, jetzt sofort. Nur nicht heute. Morgen, eigentlich fort mit Leuten. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe auch auf morgen. Und was ist heute? Das Morgen von gestern, mein lieber Herr Frontner. Genau, deswegen machen wir es morgen. Hey! Macht voll Sinn. Warum haben sich alle am Haupttor versammelt? Ich habe auch kein Bild. Was? Hast du es nicht gehört? Nee. Ja, und Garrett verlassen Vale und gehen auf Reisen. Und schießen mit Feuerbällen auf Gegner und so'n Scheiß. Nee, wie habe ich sie gerade gesprochen? Ich bin schüchtern auch mit denen.
Ich wünschte, ich könnte auch mitgehen. Stimmt. Was ist los mit dir? Also, das ist, das ist wirklich gefährlich, was du da machst. Du kannst schon klicken, wenn sie schon rein. So. Ja, okay. Das ist mir egal. Ach ja, also sind alle am Tor, um sich zu verabschieden, ja? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Küss mich. Oh, hat so alles gerade. Was? Guck mal, wer erst mit Selbstmord beginnt, sagt, jetzt Wasser also, nein, du das Wasser schnell. Was ist mit denen los? Ich kann doch viel schneller nehmen, das würde viel schneller gehen. Hey, was ist los? Ich habe meine Tage. Ich habe gefurzt. Nee, eigenartig. Miaus Mutter ist gar nicht hier. Miaus Mutter. Weil das heißt die Dorf auch noch. Um sich zu verabschieden. Ich freue mich, wenn wir da draußen sind. Es ist die Dorfnutte. Da hast du recht, du hast recht. Da hast du recht, sie ist nicht da. Miau, miau. Wollen die gerade ficken? Oh. Hey, sollen wir auch gehen, um auf Wiedersehen zu sagen, ne? Weißt du? Klar, lass uns gehen. Ich kenne dich zwar nicht mal, aber okay. Ja. Toll! Wow. Ernsthaft? Die konnten sie die ganze Zeit zu hören. Bitte nur rein, Mann, diese Hure würde ich schlecht machen. Hey, der deckt TC. Also, ich glaube, was soll das für faule Gericht? Oh. Ja, so, Überlebenstipp Nummer 1. Ja, danke. Trink einfach was faule Gericht. Das ist echt so. Altes ausgeleitetes Kondom. Jo, hält Heilkraut. Jo, gab Heilkraut an Gareth. Ja. Gareth hat es gegessen. Hier schon, behalt das mal. Ich weiß, dass ich kein abgestandenes Wasser trinken soll, Schwester, aber was ist das für geiles Kraut? Hör nicht auf ihn, miau. Das verzeih ich aber. Hör nicht auf ihn, miau. Er ist ein Schwein. Er würde alles essen, das nicht festgezurrt ist. Festgezurrt? Er ist festgefurzt. Ich esse gleich dich. Dora ist sehr spät. Oh. Oh nein. Tante Dora hat mich gebeten, dir dies zu geben, miau. Ein spackiges Dorf, ey. Brennt das nieder, ey. Ja, hält Schnappperlen, Mann. Gab den Garrett weiter. Garrett schmeißt sie weg. Garrett, du Idiot. Ich glaube, wir sind bereit zu gehen, oder, Mio? Mühle doch noch, Garrett. Mühle doch. Du hast alles weggeworfen. Das muss doch auch sehr schwer sein. Ja. Sie ist ja auch sehr schwer. Ich weiß nicht, was ich für sich doch erfüllt. Ja, das sehen wir anders, oder? Aufgeschissen. Aber ich hab noch keines Verdammt. Vielleicht doch nur noch. Miau, bleibt. Ich will nicht, dass du gehst, Mann! Sie weiß, dass du gehst. Als wenn ihr auf den Schwanz getreten wird, als ich ganz ehrlich gesehen, dass du sie verlässt. Puh, ich kann doch voll hüpfen, ich bin voll fit. Juhu! Auf den Klick. Yeah! Wir können hier nicht die ganze Zeit rumstehen. Oh, ein letztes Mal wiedersehen. Tschüss! Ja. Und dann verpisst euch. Wuff! Sayonara! Oh, sie haben mir wohl gesagt, das heißt, du kommst jetzt wieder, ne, dann? Scheiße, Mann. Oh, cool. Den Spacki-Dorf verlassen. Oh, cool. Ein reisender Krieger. Stimmt, das ist gut. Und du scheinst auch noch einen Adept zu sein. Nice. Du bist genau die Sorte Kämpfer, nach der ich gesucht habe. Würdest du mich bitte mit dir nehmen? Okay. Ich bin wie noch Schinden, mein Name ist Kiesel. Wie Kieselstein. Ich muss meine Kameraden finden. Als der Vulkan ausbrach, sind wir voneinander getrennt worden. Würdest du mir behilflich sein, meine Freunde auf deinen Reisen zu suchen? Wenn ich euch begleiten darf, verspreche ich euch, Adepten von großen Nutzen zu sein. Eure Synergien werden stärker und auch eure Fähigkeiten als Adepten werden sich verbessern. Du kannst im Kampf zu Hilfe rufen oder unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken. Beschwörst du mehr davon zu haben, werden sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du? Nimmst du mich mit? Ja, Sigi. Du wirst schon sehen, du wirst es nicht bereuen. Kiesel! Der Venus-Schild ist jetzt dabei. Oh, hallo. Ich gebe dir noch eine Stelleinführung, wie man uns den Schild benutzt. Nachdem du deinen Schild in dein Team aufgenommen hast, kannst du ihn mit jemandem vereinigen. Kiesel! Um den Schild jemand anderem zu geben, bewege ihn so. Auch für seine Team gerade.
Boah, die tauschen das voll aus, das Vieh. Pokémon Tausch. Teilen das voll. Nutzen beide. Wie sah es in Dragon Ball? Das spielt das mit einem... Genau. Jin verändert deine Attribute und mitunter sogar deine Klasse. Okay, das ist schon, das kann interessant werden. Verändert sich deine Klasse, können sich auch deine verfügbaren Synergien ändern. Jetzt zeige ich dir, wie du uns im Kampf einsetzen kannst. Sobald wir uns mit der Verbündeten haben, kannst du uns im Kampf freisetzen und unsere Kräfte für dich nutzen. Lass mich dir eine Kostprobe meine Macht geben. Stand by. Geben, ist das okay? Ja. Wow, random Zombie. Zombie, oh, okay. Scheiße, Mann. Michael Jackson erscheint. Den vermerkt er dann. So, da haben wir ihn ja, den kleinen Heino. Jin. Das war ja merkwürdig. Kommando, um mich in den Kampf zu schicken. Was? Kommando? Nee. Okay. Ja. Das ist alles, was du tun musst, um deine Verbündeten Jins freizusetzen. Ein Posto. Er hat ihn in den Zombie an den Kopf geworfen. Aua, das hat weh! Als du mich freigesetzt hast, habe ich mit meiner mächtigen Stein zerschmetternden Faust angegriffen. Stören. Bla bla. Schworen zu werden. Ja, brauchst Punkte dafür. Ah. Wow, was gibt's da noch für ein Dings? Gin Unternehmen rufen? Okay. Ah. Sind beim Bonus, bla. Venus. Na, mach. Jetzt wird Venus gerufen, beschwört Venus. Boom, tschüss. Oh. 40 Schaden, Sache, geil, dass man, der ist voll verkohlt. Tja, da kann naja, zerstört machen. Einfach. Weil er ist ja so, Erde, jetzt, der kann. Ist noch wenig nützlich, oder? Und noch etwas. Ich bin gay. Wir haben das eigentlich überhaupt nicht gehört. Oh. Nachdem uns hinten beschworen wurde, brauchst du einige Zeit, um sich wieder zu holen. Braucht er. Sobald wir uns von diesen Klugscheißern verabschiedet haben, automatisch wieder mit dir Angriff. Darauf habe ich gewartet. Jetzt werde ich alles einfach von dir berichtigen. Von einem Bündnis aus gehen wir in den Standby-Modus. Dann erholen wir uns und anschließend verbünden wir uns wieder. Das ist die einfachste Methode, uns einzusetzen. Hast du alles verstanden? Nein. Hast du das? Ach ja! Ach ja! Ach ja! Wenn du noch mehr über Jins erfahren möchtest, sieh dir das Hilfe-Menü an. Okidoki. Okay, stand da Vene. Was ist denn, welcher Knopf ist hier? Select? Select. Weil da steht's. Ja, die Back-Taste. Das war deine Zukunft gepeinigt ist eh stand da. Text, Text, Text. Bitte sitzen Sie mit bedachten Wurf. Ist doch voll falsch. Ja klar, jetzt auf Erde. Kreisch, ich dachte schon. Der Venuschen kieselt irgendwas. Achso, warum wackelt das denn so? Bleibst du mal kurz stehen. Oh nö. Zurück wieder zum Startdorf am besten und abspeichern. Oder hier von mir aus auch abspeichern. Wir wissen nur, dass wir einen ganz guten Abend waren. Die Folge war echt arschlang bisher. Ja, haben wir auch nur geredet. Tja, gehört auch mit dazu, ne? Hier ist ja schließlich auch ein Story-Spiel. Nächste Folge geht's dann wahrscheinlich normal weiter. Da können wir ein bisschen leveln. Mit weniger Spackies. Ja, da können wir endlich mal wieder... Nö. Was ist das? Was ist das? Mach! Das sind deine Haare, Bene, du Genie. Nee. Wow! Nein. Oh, große Welt. Okay, irgendwie war das... Guck mal, man kann rein und außen. Naja, wie dem auch sein. Bena hat noch mit seinen Haaren zu kämpfen. Nesjit spielt noch ein bisschen an sich. Colin guckt dabei zu. Nein! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!